okay, Lara. Ja, schön. Alle zielen auf. Erst nochmal kurz Orientierungs... Was haben wir da? Ah, wieder irgendwas gefunden. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. So eine ähnliche habe ich auch. So. Tja, da kamen wir her. Muni haben wir auch voll. Wir sind echt sparsam. Oh, ruhig, du Grabe. Dafür ist also die Munition. Oh, okay. Nein, alles okay. Hm. Ich sehe da oben nichts. Aber da ist was zum Anvisieren. Versuchen wir es. Habe ich ihn getroffen? Okay. Ich wollte gerade R drücken zum Nachladen. Da steht noch wer. Sehr schön. Mal kurz das Licht ausmachen, damit ich sehe, ob da oben irgendwer ist. Okay. Lautlos ist mir echt am liebsten. Hoffentlich habe ich alle erwischt. Oh, Scheiße. Oh, weia. Muss ich da jetzt rein? Oh Gott, ey. Spannend, spannend. Von links kann keiner kommen, okay. Und wieder ein Kopfschuss. Der hätte doch auffallen müssen. Ah, hier sind wir. Der hat doch... Oh. Scheiße. Komm, steh auf.
Wo war er? Habe ich ihn? Keine Ahnung, ob wir eine Fackel hier brauchen. Vielleicht hier mal Schalldämpfer nehmen. Moment. Ich will hier echt nicht entdeckt werden. Mal ein Zepf. Der hat laut nach Hilfe gerufen. Das heißt, eigentlich dürfte keiner mehr leben. Sonst hätte man mich wahrscheinlich schon längst entdeckt. Ah. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Ich drück doch eh zum Aufnehmen. Ach so, Muni voll. Alter. Oh wei. Es ist eiskalt. Oh. Schön abgehangen. Oh, Scheiße. Oh, ein Buch. Das lesen wir kurz. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Okay, eine Sekte. Na schön. Ah. Wo kommen die denn jetzt gucken? Kann ich mich irgendwo drauf ducken? Ah, okay. Ah, mir ist das nicht geheuer. Oh, scheiße. Schön. Oh wei. Einmal umschauen. Ist hier nichts mehr. Okay. Oh wei, ja. Mach auf, mach auf. Gut. Das Spiel neigt so dazu, ruhig zu sein, weil man sich doch schon darauf konzentriert, ob irgendwo Schritte sind.
ein Fackelsymbol. Moment. Ah, bleib nicht hängen. Das haben wir gleich. Da hinten war doch eine Fackel. So. Ruhig, ruhig. Ungläubige, neue Herausforderung abschließen für EP. Boah, wie viele Sachen man hier machen kann und muss und soll, um EP zu bekommen. Ich vertraue lieber weiter auf den Bogen. What the fuck? Und die Ratte direkt mitgenommen. Hat er sich hier oben einfach versteckt, der Hund, ey. Ach, die springt auch echt jeden Scheiß rein. Was sind wir hier? Okay. No one leaves. Keiner verschwindet. Oder keiner geht. Ah. Naja. Niemand geht. Also doch, niemand geht. Okay. So. Oh. Oh Mann. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Oh, war ja, ich ahne Böses. Oh, Scheiße. Oh Gott. Oh, das Gas. Wer sieht hier wem beim Sterben zu, Freundchen? Alter, ist der tot? Oh. Ah. Moment, ich höre den noch. Ich erlöse dich. Fahr zur Hölle. Richtig. Yeah, endlich eine neue Waffe. Wir haben die Schusspistole noch gar nicht richtig benutzt. Ich liebe Pfeil und Bogen, irgendwie. Kann man den noch looten? Nein. Oh, wei. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Okay. Was haben wir jetzt für Informationen aus Kriegszeiten gefunden? Aber von wem ist noch unklar? Zweiter Weltkrieg. Okay, die Achsenmächte haben hier die Stürme untersucht. Oh. Alles klar. Was haben wir da? Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ich traue mich gar nicht weiterzugehen. Hallo? Oh, scheiße, eine Falle. Ah.
Nein, da sind noch mehr. Das Licht blendet wie Sau. Uff, hab ich sie? Alter. Die Maschinenpistole ist schon gut, aber die hat eine Streuung, also... Oh, ich dachte, der lebt noch. Die streut fast so schlimm wie im Metro. Ich trau der Ruhe nicht. Oh, und kann man diese blöden Scheißlampen ausschießen? Was? Okay. Moment. Ich glaube, die sind echt dafür gedacht, halt zu blenden. Eben noch hier oben umschauen. Kartenraum entdeckt. Ah, okay, ein Lager. Fähigkeiten ausbauen. Was haben wir hier? Halt im Kampf mehr aus, um zu überleben. Werfen Sie Ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfälliger für ihre Angriffe zu machen. Okay, aber wir haben da noch echt noch ein paar hier. Vor allem kriegen wir... Plündern Sie Tierkadaver sorgfältiger und erhalten zusätzlich Berggut. Berggut ist gut. Munition ist im Moment nicht wichtig anscheinend. Okay. So, können wir hier jetzt schon wieder... Ah, Ausrüstung. Aber wir haben einiges. Ich will den Bogen besser haben. Großraummagazin. So, kann man hier die Genauigkeit? Rückstoß verringern. Eine Polsterung, um vom Gewehrkolben den Griff zu stabilisieren, der Waffe beim Feuern. Okay. Magazin brauchen wir jetzt nicht. Wir bräuchten vor allem mal Genauigkeit bei der Waffe. Oder doch? Magazin ist natürlich nicht schlecht. Umso mehr Muni haben wir. Können wir noch was bauen? 300, 250? Nein. Bei der kleinen Waffe noch irgendwas? Ja, wir hätten die Möglichkeit, größeres Magazin. Naja, schadet nicht. Da wir es eh bauen können gerade.